Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe hier mit Atas und mit Michael Burgstaller. Ich freue mich sehr, dass wir auch in diesem Jahr diese Webinarreihe fortfahren und dass Michael die Zeit und Lust hat, mit uns hier die Veranstaltung zu machen. Und ja, heute, Sie können es vielleicht schon sehen, haben wir das Thema, was ist die Markttiefe? Ich freue mich schon sehr. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Auch in diesem Jahr starten wir zunächst mit dem Risikohinweis, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Und für alle, die mich vielleicht noch nicht gehört haben oder ich noch nicht gesprochen habe, wünsche ich auch noch, ist glaube ich noch nicht zu spät, natürlich ein erfolgreiches Jahr. Bleiben Sie gesund und ja. Dass das alles so klappt, wie Sie sich das wünschen. So, dann übergebe ich sehr gerne den Bildschirm und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Einen wunderschönen guten Abend, können wir schon fast sagen. Die erste Frage immer, kann man mich hören und sehen? Ganz, ganz wichtig. Jawohl. Gut so. Sehen kann man mich auch. Ja, man sieht dein schönes Hawaii-Hemd. Perfekt. Gut, Folgendes, wir werden heute über die Markttiefe sprechen, was die Markttiefe ist, für was man sie braucht und für was man sie auch nicht braucht. Wir werden auch darüber sprechen, wie man seine Ein- und Ausstiege ein wenig mit der Markttiefe verfeinern bzw. timen kann. Wir werden wie bei allen Webinaren, die ich halte, ganz am Anfang kurz über Neuerungen der Plattform sprechen. Das ist diesmal nicht so viel, dafür nächstes Mal mehr. Und wie immer hätte ich gerne oder würde es mich freuen, wenn so viele Teilnehmer wie möglich, weil ich sehe, dass da einige Stammteilnehmer und auch sehr viele neue dabei sind, bitte, bitte gerne Fragen stellen rund um Atas, aber auch was die Markttiefe betrifft. Wir werden uns dann jetzt dann einmal lang aufhalten mit der ganzen Sache und direkt ins Geschehen gehen. Ich möchte nur zwei kleine, aber nette Features zeigen, die wir jetzt in Kürze in Atas bekommen. Die Info nebenbei, die Stable Version von Atas wird jetzt in den nächsten, ich schätze, 3 bis 4 Wochen auf die Version 6 gehoben. Das heißt, in der Stable Version sind dann alle neuen Features drinnen. Die erste Frage kommt schon rein, die nehme ich jetzt mit hier im Intro, ob man schon sagen kann, wann Atas für Apple herauskommt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es in Entwicklung ist und dass die Gas geben, die Jungs, dass wir so schnell wie möglich eine native Apple-Version haben. Ja, es ist im Moment so, dass Apple-User mehr oder minder gezwungen sind, Parallels zu nutzen. Also das Emulieren von Windows, damit Atas läuft. Und in Zukunft möchten wir aber dringend so eine Art ja, native App haben, einfach Atas speziell für Mac entwickelt. Hier gibt es eine kleine Info, die kann ich euch auch noch mitgeben für alle Apple-User. Ihr habt hier, wenn ihr hier auf den Einstellungen drauf drückst, bei euch sollte immer Standard OpenGL drinnen sein. Das ist der leistungsstärkste Renderer-Typ. Und für Apple-User ist das dieser Fortis. Ja, also da müsst ihr unbedingt schauen, dass für normale PC-User OpenGL drin steht und für Apple-User Fortis. Direct2D ist eine ältere Render-Engine für ältere Grafikkarten und GDI ist Software-Rendering. Das heißt, das ist das langsamste, was es hergibt, technologisch. Also schaut, dass hier OpenGL drinnen ist. Sollte es hier nicht drinnen sein, umstellen, neu starten und schauen, ob es noch drinnen ist. Wenn es drinnen ist, ist alles gut. Wenn es wieder zurückspringt auf Direct2D, macht ein Update eurer Grafikkartentreiber. Das hilft meistens. Ja. Das zu diesem Thema. Gut, was gibt es Neues bei uns? Also unter der Haube passiert sehr, 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 sehr viel. Ich kann aber noch nicht alles herzeigen heute oder ich darf nicht alles herzeigen heute. Deswegen zeige ich nur zwei Kleinigkeiten, die wir anhand von Kundenfeedback eingebaut haben. Und zwar gibt es in Zukunft diesen ATM-Manager für Stop-Loss, Take-Profit, Break-Even, Trailing Stops und so weiter in dieser Form nicht mehr. Wir haben jetzt im Prinzip hier das Fix in das Panel implementiert.
Hier kann man Stop-Losses, Take-Profits, Break-Even und Nachlauf bzw. Trailing-Stops und mehrere Targets setzen. Und das passiert ganz einfach aus dem Chart raus. Und die zweite Erneuerung, die ist auch schon hier. Das hat im Prinzip damit zu tun, wenn ich hier jetzt schnell kontrollieren, Konto passt, schnell mal irgendwas in den Markt schiebe, haben wir standardmäßig nun Stop-Loss und Take-Profit hier. Das heißt, ihr könnt direkt ohne Wenn und Aber euch die Stop- und Zielsetzung schnell schicken. Und sobald ihr Stops und Take-Profits setzt, aktiviert sich hier das Ganze. Ihr könnt hier jetzt anhand des Preises eingeben, wo ihr den stehen haben möchtet. Ihr könntet die Ticks eingeben und ihr könnt es in Prozent rechnen für diejenigen, die eben das Ganze in Prozent machen. Mit diesem neuen ATM ist es möglich, Break-Even, Trailing und mehrere Targets eben zu kombinieren. Das war mit der alten ATM, mit dem Strategiemanager nicht möglich und das ist eben jetzt dazu gekommen. Hier wird es noch ein paar andere ganz tolle Features geben, kann ich aber noch nicht viel dazu sagen. Sobald man eben Stop und Take Profit rauslöscht, sind sie dann wieder hier zum Schieben. Also das ist das Kleine, was eben der ATM zugute kommt und es wird hier mit dem Order Management auch noch einige Erleichterungen und spezielle Order-Typen geben. Nachlaufende Orders und auch volumenbasierte Orders. Das kann ich euch kurz sagen. Für diejenigen, die es interessiert, kleinen Moment, weil wir ja das Thema Markttiefe haben, machen wir sie gleich wieder rein. Es ist so, wir arbeiten an einem Order-Typ, an einem Stop-Order-Typ, der volumenbasiert ist. Sprich, man setzt eine Stop-Order irgendwo in den Markt und kann diese Stop-Order mit Volumen hinterlegen. Das heißt, ich kann sagen Volumen 10. Dann triggert diese Stop-Order erst dann, wenn im Orderbuch nur noch 10 Kontrakte drinnen sind. Das ist für schnelle Märkte vielleicht nicht so der Game-Changer, aber wenn ich zum Beispiel in den Bonds unterwegs bin, da sieht die Markttiefe schon wieder ein bisschen anders aus. Und wenn ich zum Beispiel hier in dem Fall long bin, ich setze meinen Stop jetzt unter das Tief, bitte nicht nachhandeln, das ist jetzt nur Demo, und ich habe hier 4000 Kontrakte drinnen, kann ich dann später mit dieser Volumen-Stop-Order sagen, wenn in diesem Preis die Limits unter 100 fallen, dann lösen wir erst den Stop aus und nicht, wenn er kurz getriggert wird. Das ist die ganze Idee dahinter und stellt sich raus, dass es bei dicken Märkten von Vorteil sein kann, dass du nicht gleich gezogen wirst mit deinem Stop, sondern wirklich, wenn die Orderbuchtiefe auf ein bestimmtes Niveau fällt. Ich lese kurz mal die Fragen durch. Ton super, alles bestens. Der Klaus fragt, ob er ein paar Fragen zur Plattform stellen kann. Ja, immer zu. Es kann jeder hier alles fragen und ich hoffe, dass ich alles bezüglich der Plattform beantworten kann. Wie man ein Daily Loss, ein Tagesverlust in Atlas selbst einstellen kann, kann ich gleich sagen, das funktioniert nicht. Es gibt noch keinen Risk Manager, der kommt aber. Ja, befindet sich in Entwicklung, dass man in Atlas einstellen kann, wie viel maximal an Kontrakte gehandelt werden dürfen, wie viel Tagesverlust, Wochenverlust und Drawdown man erreichen darf. Und wir werden das so weit spinnen, dass dann im Prinzip man hergehen kann und mit seiner Frau oder mit seinem Freund reden kann und diesem ein Passwort gibt, dass sich die Plattform beim Erreichen dieser Limits sperrt. Ja, das kann man dann Passwort sichern. Und mein Nahestehender oder nicht ich selbst, weil dann macht das Passwort ja keinen Sinn, der kann mir das dann wieder freischalten. Ja. Zumindest am nächsten Tag geht es dann wieder, wenn es zum Beispiel das Tageslimit gerissen wird. Für den jetzigen Zeitpunkt ist es nicht möglich, ein Tagesverlustlimit in Atlas selber zu definieren. Nelson, vielleicht ist es auf der Brokerseite möglich, ein Tagesverlustlimit zu hinterlegen, das weiß ich nicht. Vielleicht kannst du das dann beantworten. Also wir dürfen solche Einstellungen nicht machen, weil das würde dann ins Risikomanagement gehen. Das würden wir dann für den Kunden übernehmen. Aber es gibt natürlich verschiedene Add-ons, die das dann ermöglichen kann. Gut,
Sehr gut. Das haben wir erledigt. Das haben wir erledigt. Der Michael fragt, ob eine Art Web-Application geplant ist. Atlas wird nicht webfähig werden in der nächsten Zukunft. Was wir aber sehr wohl machen an Web-Applikationen ist, wir arbeiten an einem Trading Diary, wir arbeiten an Statistik, also an Tagebuch, an Statistik, eine Auswertung und alles, was halt rund ums Trading noch wichtig ist, eben als Web-Applikation für unsere Kunden zur Verfügung zu stellen. Die Plattform selber wird es in naher Zukunft nicht webbasierend geben. Michael, vielleicht nur ganz kurz nochmal eine Ergänzung, nicht, dass es so Missverständnisse gibt. Wir reden jetzt nur zu zusätzlichen Systeme, die dann hier in Frage kämen, weil das hat nichts mit dem Margin und Margin Call zu tun, ne, an der Stelle. Ja, natürlich. Das hat das, was da gefragt wurde, ist im Prinzip dieses, dass die Plattform selbst sich abstellt, wenn ein gewisses Limit erreicht wird. Ja. Genau, so habe ich das auch verstanden. Ich wollte es nur noch mal klarstellen, dass das jetzt nichts mit dem Margin Call zu tun hat. Gut. Das ist natürlich weiterhin drin. Dem Wilfried seine Frage verstehe ich nicht ganz, weil es eben zu diesem BitAsk mehrere Anwendungsgebiete gibt. Bitte ein bisschen präzisieren für mich, dann kann ich das auch beantworten. In der Zwischenzeit fangen wir jetzt einmal wirklich mit dem Thema an. Was ist die Markttiefe? Dann machen wir mal den ganzen Chart weg. In Wirklichkeit ist das, was ihr da auf der rechten Seite seht, und das Trading Pendel tun wir auch weg, das brauchen wir jetzt auch nicht. Das ist die Markttiefe. Und die Markttiefe ist definiert, dass eben auf jeden Preis Limit Order liegen. Und ich stelle das schnell um, dass ihr hier nicht das Gekürzte seht, also das Gerundete. Wir wollen jetzt da auf die Limit Order genau sehen, was an welchen, machen wir das groß. Ich hoffe, das ist im Webinar gut sichtbar. Ich mache es noch ein bisschen größer. So. Also, wir haben hier eben die Ask-Seite und die Bid-Seite. Das ist die Verkäuferseite. Das unten ist die Käuferseite. Und wir sehen an den Futures, an regulierten Börsen, sehen wir, auf welchem Preis wie viele Limits liegen. Und wir sehen auch in Echtzeit die Veränderung dieser Limits. Das heißt, wir können im Prinzip mal sehen, wie ist das Interesse an jeder Seite. Das war zumindest vor einigen Jahren so. Dieses Orderbuch, die Markttiefe wird genauso manipuliert, aber dazu machen wir dann später mehr. Also wir sehen hier, wie viele Kontrakte auf den verschiedenen Preisen liegen bereit zum Kauf oder Verkauf. Wir sehen auch hier sofort, dass auf der 111,90 6.000 liegen und auf den anderen Preisen nur um die 3.000. Das heißt, hier haben wir einen signifikanten Level, der höher ist. Ich stelle euch nur den Markt um auf den S&P 500, weil mit dem könnt ihr mehr anfangen. Jetzt mal. Ja, da sieht das Orderbuch schon wieder ein bisschen anders aus. Und ich stelle euch schnell mal meinen Feed aus. Das hat einen Grund. So, jetzt steht die Mühle. Jetzt haben wir mal ein Standbild vom Markt, was eben jetzt gerade passiert ist. Und wir sehen am S&P 500 ist zu dieser Uhrzeit das Orderbuch wesentlich dünner als wir auf den Bondmärkten. Was passiert hier genau? Wenn wer von euch auf Buy, Sell, Kaufen, Verkaufen drückt, kauft ihr, wenn ihr kauft, diesen Ask Limit eines ab. Das heißt, wenn ich jetzt auf Kaufen drücke, stehen hier nicht mehr 29, sondern 28. Wenn wer Market verkauft, nimmt er der Kaufseite einen ab. Und so kommt es dazu, dass es für jeden Käufer und Verkäufer einen Gegenüber gibt. Ich hoffe, das ist soweit mal technisch klar. Das heißt, alle, die kaufen, kaufen der Limitseite auf der Ask-Seite ab. Alle, die verkaufen, verkaufen in die Bid-Seite rein. Und der gibt euch einen dafür. Was bedeutet das jetzt im Umkehrschluss? Das bedeutet, umso mehr ich hier unten drinnen habe, umso schwerer wird es für die Verkäufer, den Kurs nach unten zu drücken, weil ich bekomme einen Downtick nach unten, wenn die 79 hier
mit Shorts wegverkauft worden sind. Dann geht der Preis runter. Und das gleiche nach oben. Wenn jetzt 85 Market Long reingehen, lösche ich diesen Level komplett aus hier und ich mache einen Abtick. Und das ist im Prinzip ganz einfach erklärt, wie der Markt funktioniert. Jetzt einmal mit Angebot und Nachfrage. Was ist Angebot und Nachfrage? Jetzt habe ich hier unten 236 stehen. Und wir nehmen jetzt mal an, einfach nur für den kleinen Vortrag, den ich heute, dass der Kurs sich nach unten bewegt und diesen Level testet. Das heißt, es verkauft wird, dann sind es 235 und so weiter und so fort. Und dann habt ihr ja schon öfters mal gehört oder gelesen über die ominösen Eisbergorder. Was sind Eisbergorder? Wir werden jetzt nicht so tief ins Detail gehen, das können wir später machen. Das ist im Prinzip auf diesem Preislevel, jetzt nehmen wir es einmal ganz plump, ein Algorithmus, der hier immer wieder die Limits auffüllt, wenn Sie Verkäufer verkaufen. Das heißt, der Level wird eine Zeit lang nicht leer, weil auf der anderen Seite der Leitung irgendwer sitzt, irgendeine Institution, irgendein größerer mit einem dicken Konto, der eben, warum auch immer und aus welchem Grund auch immer, hier kaufen möchte. Ja? Es kann auch sein, dass der im Prinzip sich einkauft. Es kann aber auch sein, dass der hier irgendwie auflöst. Das wissen wir nicht. Aber die Eisbergorder kann deswegen tückisch sein, weil man dann halt glaubt, ja, die Limits gehen runter. Am S&P 500 geht es halt relativ schnell. Das tickt jetzt down. Ja, und dann sieht man aber in Echtzeit, wie dieser Level immer wieder gefüllt wird. Und dann kommt es eben, das habt ihr in den anderen Videos von mir schon gehört, dann kommt es eben zu diesem Paradoxon, dass man sagt, hier waren mehr Verkäufer wie Käufer. Also wir haben eine Imbalance, ein Ungleichgewicht. Wie kann das sein, dass wir ein Ungleichgewicht kriegen, wenn es doch für jeden Verkäufer und für jeden Käufer ein Gegenüber gibt, eine Limit? Das Bid-Ask-Imbalance-Geschichten, Ungleichgewichte, die werden an den Markets gezählt. Das heißt, es wird gezählt, wie viele Markets Short, Markets aufpassen, in Gegenüberstellung zu Markets Long gehandelt werden. Und wenn ich hier einen Freund drinnen habe, einen Mr. Eisberg, und es wird geschortet, ja, und gleichzeitig auch gekauft, also es wird immer gekauft und verkauft gleichzeitig, aber der füllt hier auf und die Shorties ballern da rein die ganze Zeit und der füllt immer wieder auf. Dann kann es sein, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt viel mehr Verkäufer habe als wie Käufer. Ist logisch, ne? Ich hoffe, das ist soweit logisch. Market-Verkäufer. Ich habe hier ganz viele Market-Verkäufer, die in diesen Eisberg rein verkaufen und habe halt ganz wenig Käufer. Und dann kommt es zu Situationen, dass hier eben, weil der Eisberg hier war, extrem viele rein verkauft haben. Ja, und der Markt geht dann rauf. Weil eben Käufer reinkommen und diesen Markt nach oben drücken und hier sind eben keine Eisberge. Hier haben wir ein dünnes Buch, da reichen ein paar hundert Kontrakte und wir ticken rauf. Was passiert dann auf der unteren Seite? Man darf nicht vergessen, dass hier dann verkauft worden ist. Also in diesem Gedankenbeispiel jetzt. Hier ist verkauft worden, wie Hölle. Und dann kommen Käufer in den Markt und drücken den Markt einfach schneller mal mit ein bisschen Volumen rauf und es sind keine Eisberge drin und nichts. Das heißt, diese ganzen Market Shorts, die hier drinnen waren, gehen ja sofort verlustig. Und je nachdem, was die für einen Horizont haben oder für einen Algo dahinter haben, werden die Hölle tun, dass die drinnen bleiben in den Positionen und sie halten. Das heißt, in der Aufwärtsbewegung dann, nicht alle, werden aber viele von diesen, die hier Short gegangen sind, ausstoppen bzw. schließen. Ja. Das ist, und natürlich vice versa, das kann man natürlich umgekehrt auch sehen. Und so kann man sich zum Beispiel die Markttiefe ein bisschen zurechtbiegen und für den eigenen Handel mit reinnehmen. Was kann man noch machen? Man kann mit der Markttiefe genauso schauen, wo sind meine Zielsetzungen, wo sind meine Stops. Es wird zwar immer gelehrt, verschieb deinen Stop nicht, aber ich habe zum Beispiel einen Stop lieber hier als wie hier, weil ich mich hinter dem Volumen im Orderbuch genauso verstecke. Dann kostet mich das vielleicht zwei Ticks mehr. Ja. Aber die Chance ist besser, sofern diese Order echt ist,
Das ist dann der nächste Punkt, dass wir hier mal abstoppen und in die andere Richtung laufen, als wie durchzufahren. Weil wir wissen, alle diese Limits müssen mit Markets bedient werden. Das heißt, 266 Markets long, dann ist der Level weg. Und jetzt haben wir das eben statisch angeschaut. Diese ganzen Werte verändern sich die ganze Zeit in Echtzeit. Das macht es natürlich noch ein bisschen schwieriger. Gibt es bis jetzt Fragen dazu? Oder ist das schon zu streng, was ich hier mache? Der Jörg schreibt, danke, jetzt hat er das endlich verstanden, bitte gerne. Wieso der, das ist eine gute Frage. Michael fragt, wieso stellt derjenige nicht gleich alle Orders auf einmal rein? Das ist ganz einfach. Jetzt nehmen wir mal an, der Herr Kollege von der XY Bank oder von der Vermögensverwaltung hat einen Kundenauftrag, er möge bitte hier bei 4.930, wenn es möglich ist, 6.000 Kontrakte am S&P 500 verkaufen oder kaufen. Ja, er kann es erstens nicht Market machen, weil wenn er hier 6.000 Kontrakte verkauft oder kauft, dann ist er mit seiner eigenen verursachten Slippage irgendwo da oben und er hat eine grottenschlechte Ausführung, weil er sich den Kurs selber in die falsche Richtung verschiebt. Ja, das heißt, er kauft hier, bis seine 6.000 Kontrakte gefüllt sind. Das ist einmal Punkt 1. Er kann nicht Market rein, er muss mit dieser Menge Limit rein. Der Punkt 2 ist, wenn hier 6.000 auf einmal drinnen stehen und unsere Retail-Trader, du, ich, wir alle, sehen das, dass hier ein Wahnsinniger ist, der 6.000 Kontrakte verkaufen will, dann wird der Kurs sofort, und das kann ich versprechen und das ist so gut, also verspreche ich euch, wenn hier 6.000 Kontrakte auftauchen und der Balken geht bis hier rüber, kommt der Kurs gar nicht hier rauf und wir gehen runter. Weil sämtliche Marktteilnehmer diesen großen Verkäufer antizipieren werden und sagen werden, oh wow, der haut 6.000 Kontrakte jetzt am S&P 500, hier, da stelle ich mich doch hierher und werde auch gefilmt, weil ich gehe dann mit dem mit Short zum Beispiel. Ja. Und deswegen gibt es eben Eisbergorder. Und was macht diese Eisbergorder? Die hat zum Beispiel, da gibt es verschiedene Ansätze, die macht zum Beispiel Folgendes, immer wenn der runtergeht auf nur noch 50 Kontrakte, knallen der wieder 100 drauf. Dann wartet er wieder, bis die verkauft sind, geht wieder runter auf 50, geht wieder rauf. Ja. Das ist eben die Eisbergorder auf der Limitseite. Es gibt ja auch, ich sage es nicht, Eisberg, es gibt Algorithmen, die eben auf der Marketseite das Gleiche machen. Die sagen halt, okay, ich habe meinen Kunden XY, ich brauche 700 Kontrakte am S&P 500 Long. Machen wir das bitte anhand des VWAPs zum Beispiel. Ja? Und immer wenn der Kurs zum VWAP kommt, dann kauft er immer wieder 10 Kontrakte. Bis zum nächsten Mal, bis er dorthin kommt. Bis seine große Size gefüllt ist. Ein anderer Algorithmus zum Beispiel, den kann man sich ja selber programmieren. Wenn man große Sizes in den Markt bringen möchte, ohne dass man entdeckt wird und ohne dass man selber den Markt verschiebt, kauft mir einfach alle 10 Sekunden 10 Kontrakte. Je nach Markt und Volatilität und vor allem auch Dicke des Marktes gibt es eben verschiedene Algorithmen, die man eben zur Hand nehmen kann, wenn man echt große Size in den Markt bringen muss, wenn man keine andere Chance hat. Ja. Und wir können nicht hinterfragen, warum er das macht. Wir sehen nur, dass er es macht. Gut, ich gehe kurz mal da durch die Fragen. Die Frage vom Helmut verstehe ich nicht. Gibt es eine Einstellung, wo ich mehrere Positionen einzeln darstellen kann? Sorry. Die Anzahl, Michael fragt, ob das die Anzahl der Lots oder Kontrakte ist und nicht Orders. Das ist richtig. Das hier sind die Anzahl der Kontrakte. Ich mache mal kurz mein Feed wieder an, dass wir da ein bisschen was sehen. Wie das eben live ausschaut. Und, kleinen Moment. Also, wenn ich jetzt ein Live-Konto hätte, ja, in dem Fall für die Demo hier, und ich setze hier eine Verkaufslimit rein, was man jetzt natürlich nicht macht, kleiner Moment.
Ich muss was verbinden, sonst geht hier nichts. So, haben wir das soweit. Also, wenn ich hier hergehe, und ich mache das nochmal groß, und ich setze hier eine Limit hin, ihr seht hier 114 und ich habe einen Live-Account, dann kommen hier 115. Wenn ich ein Demokonto habe, werden meine Limit-Order nicht an die Börse übertragen, deswegen stehen hier 114. Wenn ich hier 10 Kontrakte die Sell-Limit stelle, dann habe ich hier 124. Und wenn ich hier diese weg-Xe, dann habe ich hier nur noch 114. Das heißt, ich sehe hier die Anzahl der Kontrakte an den Limits, die hier liegen. Carsten fragt, dass ich mal von Eisberg-Indikatoren für Atlas gesprochen habe, ob ich einen Zeithorizont habe. Ich würde mich jetzt trauen zu sagen, spätestens in 8 bis 12 Wochen werden wir was zum Herzeigen haben. Vielleicht sogar ein bisschen früher. Der Jörg fragt, ob man aus der Differenz der Ask- und Bid-Limit-Orders eine Wahrscheinlichkeit der Kursrichtung ableiten kann. Ich halte das für sehr schwer. Was er höchstwahrscheinlich meint, wir haben hier unten in diesem Indikator für die Tiefe, haben wir die Summe aller Bid und Asks. Ist von dem her sowieso in meinem Fall hier ein Blödsinn, weil ich habe ja eine Markttiefe von eingestellt. Ich glaube 70. Ich stelle euch das mal kurz um, weil dann kann ich euch auch zeigen, wie es aussieht, wenn man keine Level 2 Daten hat. Ich kriege diese Frage sehr oft im Support. Die glauben, sie haben was falsch eingestellt. So. Ich hoffe, er macht das jetzt so, wie ich das möchte. Kleiner Moment. Das ist die Gesamttiefe. Und ich beeile mich, damit wir sehr viel durchnehmen können hier. So, das passt mir auch nicht. So, ich muss euch das jetzt so zeigen, es hilft nichts. Ich crashe mir jetzt mal gerade die Alpha-Version, aber ich möchte, dass es sitzt. So. Stellt euch jetzt einfach mal vor, einer ist rot und einer ist grün. So schauen Level 1 Daten aus. Ja, das heißt, ihr habt immer nur die Markttiefe vom besten Ask und besten Bitpreis. Mehr habt ihr nicht, wenn ihr Level 1 Daten habt. Ja, also so sieht es aus. Nur ist halt einer rot und einer grün. Verzeiht mir, wenn es denn so ist. Ja, und so sieht's aus, wenn eben die Markttiefe voll da ist. Und auf die Frage zurückzukommen, ob man ableiten kann, ob sich der Kurs nach oben oder unten bewegt, ist etwas schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, anhand der Gesamtlevels nein. Warum? Weil er mir hier jetzt, in diesem Fall habe ich eine Markttiefe von über 1000 Ticks, mit Sicherheit 1500 Ticks, diese alle zusammenrechnet und hier im Prinzip eine Verschiebung macht. Jetzt sieht man die Differenz. Ne? Und Sinn machen würde das, wenn ich weniger Markttiefe habe und sage, okay, ich schaue mir mal an, was in den nächsten Levels los ist per Seite. Und um das Ganze ein bisschen aufzudröseln, machen wir jetzt den Chart weg oder schieben wir eben auf die Seite und schauen uns an, wie man das eigentlich klassisch anschaut, das Ganze. Und hierzu mache ich einen Smart Dome auf. In der Hoffnung, dass alles funktioniert hier. So. Ihr habt ja das schon 100-mal irgendwo auf irgendwelchen Bildern gesehen, bei irgendwelchen Hedgefonds oder bei sonstigen Prop-Trading-Firmen, bei größeren Häusern in London. Die arbeiten extrem viel mit diesen Domes. In Wirklichkeit habe ich hier und hier die gleiche Information wie hier und hier. Warum arbeiten die mit diesen Tools wie Domes? Warum machen die das? Es ist eigentlich relativ einfach. Es gibt mehrere Anwendungsmöglichkeiten für das ganze Ding. Ich sehe hier im Dom die Veränderung der Limits in Echtzeit. Das sehe ich hier auf jeder Seite. Das sind die Plus- und Minuszahlen, die ich hier habe. Und ich sehe im inneren Bereich dieses Doms, wie viel eben an Market reingehandelt wird. Und hier habe ich natürlich dann
sofort die Übersicht, zum Beispiel, wenn irgendwo ein Eisberg daherkommt, dann sehe ich hier eine eher größere oder extrem große Zahl an Limits, die hier reingehen. Und ich sehe aber gleichzeitig hier diese Zahl steigen. Das ist der, was misst, wie viel nachgeschoben wird auf diesen Preis. Das heißt, ich sehe hier das Pulling und Stacking heißt das, wie viel abgezogen und dazugestellt wird in diesem Orderbuch. Und ich sehe hier gleichzeitig, wie viel Market reingehandelt wird in diese Seite und in diese Seite. Okay? Das ist Punkt 1, was ich mit diesen ganzen Dingen machen kann. Der Punkt 2 ist, ihr habt es mit Sicherheit gesehen, ich mache das jetzt im Kleinformat. Das ist ein Monitor, der ist voller Orderbücher. Übrigens bei mir privat genauso. Ich habe auch fast einen ganzen Schirm voller Orderbücher. Wieso habe ich denn das? Das ist ganz einfach erklärt. Ich privat, ich zeige euch jetzt einfach, was ich privat mache. Ich habe im Prinzip mehrere verschiedene Bond Markets offen, die alle im Prinzip mehr oder minder gleich laufen. Ich habe dazu Währungen offen, den S&P 500 offen und sehe, ob ein Markt korreliert oder nicht, beziehungsweise ob ein Markt schnell ausschert oder nicht. Ich lese nicht alle Zahlen von allen Smart Domes auf meinen Schirmen. Ich sehe aber extrem schnell, wenn wenn extreme Bewegungen in den Markt kommen, ob die Ultra-Shorts sich zuerst bewegen und zum Schluss ist dann irgendwann einmal der Index dran. Ich habe immer zum Beispiel die Währung dabei, vor dem, was ich handle. Das heißt, ich möchte den US-Dollar sehen, weil wenn sich der US-Dollar bewegt, bewegen sich alle anderen Märkte. Das Gleiche gilt auch für gewisse Rohstoffe. Und das ist auch ein Grund, warum ihr auf diesen Schirmen sehr viele Orderbücher seht. Und der dritte Grund ist, dass es für Leute, die jetzt nicht zwei oder drei Kontrakte handeln, sondern mit 10, 20, 30 Kontrakte, die eben relativ schnell sein wollen mit dem Ganzen und schnell bewegen wollen das Ganze, mit Sicherheit hier schneller sind. Ja, die machen eigene Übungen, die was das Scalping betreiben, als wie am Chart. Die sind hier einfach schneller. Das ist meiner Meinung nach, ich rede hier von meiner Meinung, auch ein Grund, warum das verwendet wird. Und mit der Markttiefe kann man ja viel mehr machen. Nur funktioniert das leider Gottes, ich sage es mal, am Nasdaq oder am S&P 500 nicht mehr so effektiv wie früher. Ich zeige euch hier was, wie das am Nasdaq ausschaut. Und da seht ihr eigentlich, wie dünn das ist. Ja? Das ist ja extrem dünn und wenn hier einer 20 Kontrakte reinhaut, dann sind wir schon wieder einige Ticks nach oben oder nach unten. Also da ist ja fast nichts drin. Und wenn ich mir das Ganze hier anschaue, im Dom, dann seht ihr im Prinzip das Gleiche, was hier passiert, auch hier. So, jetzt kann man hier im Prinzip aber meiner Meinung nach Pulling und Stacking nicht mehr lesen. Ich kann mir auch nicht mehr anschauen oder nicht mehr großartig anschauen, ob irgendwo übermäßig viel Volumen drinnen ist in diesem Markt auf irgendeinem Preislevel, weil es sich einfach viel zu schnell bewegt, das Ding. Ja. Jetzt habe ich eine Möglichkeit hier. Ich kann in Atlas hergehen und kann das gleich wie im Chart, die Skalierung kann ich hier am Dom anwenden. Die ist auf Auto, das heißt, jeder Tick wird abgetragen. Wenn ich hier eine 4 reindrücke, zum Beispiel, werden immer wieder 4 Preise zusammengerechnet. So, das ist ein bisschen größer, dass der Preis auch sitzt. Das heißt, ihr seht jetzt, ihr habt hier 76, 75, 74. Ihr habt diese Schritte nicht mehr drinnen, die 25er Schritte. Das heißt, Atlas geht jetzt hier und rechnet immer 4 Preise zusammen zu einem gesamten Preis. Jetzt wird das Ganze schon angenehmer. Ja? Ich sehe jetzt hier, wenn einer die 90 nach oben verschoben hat, ich sehe wieder was. Das heißt, so könnt ihr euch, wenn ihr das Orderbuch lesen wollt, ein bisschen behelfen und ein bisschen tricksen. Ja? Dann wissen wir, dass der Bereich um 82, vergesst nicht, dass es 4 Preise sind, oder um 83, dass hier ein gutes Volumen drinsteht. Es ist wieder einfacher zu lesen. Märkte werden immer schneller und es wird immer schwieriger zu lesen. Und deswegen war auch die Glory-Zeit, die beste Zeit für Orderbuchskalper, irgendwo zwischen 2015, ja, vielleicht noch vorher, ja, bis 2010 runter, 2007,
Mittlerweile funktioniert das Ganze nicht mehr so wie früher. Aber man kann sich helfen, man kann sich mit Technik helfen, um das Ganze ein bisschen sich zu vereinfachen. Ich möchte euch hier noch was zeigen. Ich hoffe, ich kriege das hin. So. Gebt mir eine Sekunde. So, jetzt haben wir diesen Dom schwerstens vergewaltigt und wir sehen jetzt nur noch Death Changes. Das heißt, wir sehen hier, wird was aufgetragen, die nächsten vier Preise, die sind zusammengezählt, oder wird abgezogen. Und wenn man das Ganze jetzt zum Beispiel mal am S&P 500 anschaut, vergesst nicht, ja, wir haben jetzt da nicht wirklich noch die Handelszeit dafür, aber vergesst nicht, dass wir hier jetzt auch vier Preise zusammengezählt haben, dann sehe ich hier mit diesem selbstgebauten Indikator jetzt, dass auf der Kaufseite aufgeladen wird, auf der Verkaufseite abgeladen wird, antizipiere ich einen Tick nach oben, zum Beispiel in einer extremen Situation. Jetzt nicht sofort, aber man kann sich das anschauen, wie der Druck im Orderbuch, wir stellen hier auch einmal auf S&P 500, man kann sich hier anschauen, wo der Druck liegt. Ja, ob der Druck jetzt hier im ganz ultra kurzfristigen Bereich auf der Kauf- oder auf der Verkaufsseite ist. Das kann man sich gönnen. Und das kann man sich eben einstellen mit dieser Scaling-Option. Dann wird das Ganze, wo es zuerst dünn war, ein bisschen dicker. Ja. Das Ganze resettet sich bei einem Tick und das ist gut so, weil wir ja wieder messen, ob auf die Limitseite was auf- oder abgezogen wird und welche Seite im Moment stärker ist. Bei den Bondmärkten und deswegen bin ich dort unterwegs, sieht die Situation ganz anders aus. Da habe ich keine schnellen Bewegungen. Da kann ich in Ruhe lesen und das ist auch, sind auch die besten Märkte, wenn man das Ganze lernen und lesen möchte, ja, wenn man sich das anschauen möchte. Da kann man in Ruhe schauen, wie verhält sich ein Orderbuch. Man kann es am Nasdaq, vor allem am Anfang, kann man sich das nicht anschauen. Man wird es nicht kapieren, man wird es nicht verstehen. Ja. Man wird hier im Prinzip in Ruhe schauen können, aha, es wird hier reingehandelt, einer ist reingehandelt worden. Ganz in der Ruhe. Und man sieht hier, wie der Markt funktioniert. Und man kann sich dann zu Hause hinsetzen und schauen, aha, seht ihr, hier sind nur mehr 304. Das heißt, wenn einer mit 300 daherkommt, haben wir diesen Level geklärt. Was passiert? Legt wer was drauf? Er hat übrigens, sind schon draufgelegt worden. Ja. Sind gerade 50 verkauft worden. Du siehst, diese 50 sind hier im Buch gar nicht angekommen. Die sind direkt wieder abgewickelt worden. Und hier sieht man dann eben Pulling und Stacking, was passiert. Hier sieht man minus 1000. Wie soll denn das gehen? Wenn der Level groß war, zum Beispiel hier mit 2000, ich mache einen Downtick und es bleiben auf einmal nur mehr 797 über, dann weiß ich ganz genau, dass hier 1000 Kontrakte fake waren. Das war nicht die Liquidität, die hier gelegen ist. Ja? Das heißt, wenn ich einen Downtick mache und die ziehen sofort die Limits ab, dann wollen sie uns hier im Prinzip verscheißern. Dann zeigen sie uns hier mehr Volumen, was in Wirklichkeit da ist und bereit ist, gehandelt zu werden. Ja? Ich hoffe, das ist nicht zu kompliziert und. Aber das ist halt eben essentiell, wenn man sich mit der Markttiefe wirklich beschäftigt. Das Ganze, was ich hier im Prinzip machen kann, kann ich mir vereinfacht darstellen. Die Markttiefe, grafisch aufgearbeitet, ist eine Heatmap. Eine Heatmap zeigt euch im Prinzip, machen wir diese kleine, eine Heatmap zeigt euch das Orderbuch und zeigt euch die Veränderung. Ja? Also ist ein anderer Einsatzzweck. Man kann hier das Pulling und Stacking nicht so genau beobachten. Das kommt eben drauf an. Aber man kann hier beobachten, wie verhaltet sich im Prinzip, wie verhalten sich die Limits, wie verhalten sich die Limits über Zeit? Weil wir ganz genau wissen, wenn denn die echt sind und mal wissen, wenn sie echt sind, wenn der Kurs dorthin geht und dieses Volumen anhandelt, wenn sie nicht echt sind, werden sie weggezogen. Ja? Also die Grundessenz von dem Ganzen ist ja eigentlich zu hoffen oder zu wissen, dass diese Order echt ist. Und da kann ich einen Tipp mitgeben. Wenn diese Order schon lange im Markt steht, hat sie eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie echt ist, als
So eine, die jetzt hier reinkommt. Okay? Umso länger die drinstehen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, und es gibt keine 100%, dass diese Order echt ist und dass sie angelaufen wird und wirklich auch angehandelt wird. Ihr seht, die, was hier reingekommen ist, die hat dann hier noch geschwind nach unten gezogen und ist wieder vom Markt gelöscht worden. Das sind Algos, meine Damen und Herren. Das tut kein Mensch, setzt sich hier hin und macht diese Bewegungen im Orderbuch. Ja, das sind gewisse Programme, die laufen, um unter Umständen den Markt auch zu manipulieren. Das heißt, es gibt Algos, die hauen die komplette Ask-Seite zum Beispiel voll und man sieht hier auf einmal alles rot und du hast hier extrem viel Volumen. Der Markt glaubt, es wird abverkauft. Auf der unteren Seite sitzt dann der gleiche mit einem anderen Konto, kauft sich unten ein und zieht dann oben alle Limits weg und der Markt geht wieder nach oben. Das ist Marktmanipulation. Und das kann man sich eben mit Heatmaps sehr gut anschauen, das Ganze. Ja, man sieht auch sehr gut, wenn dann die Limit wirklich angehandelt wird, ob reingekauft worden ist oder nicht. Das kann man mit dem Orderbuch genauso machen. Gibt es Fragen dazu? Mal schauen. Michael fragt, wo er im Dom jetzt nun die Market Order sieht und was der Change war. Gut, ich wiederhole es ganz kurz. Unter Umständen soll man einen anderen Dom nehmen, der leichter zu sehen ist. Ich mache es jetzt ganz langsam. Auf dieser Seite, das ist die Bid-Seite, das ist das, was ihr unterm Preis habt. Das war es beim normalen, gibt es eine Sekunde, ich mache einen Chart. Das, was beim normalen Chart mit einer Aktive unten ist. Das ist hier auch unten. Also diese, ihr seht, oh, falscher Markt, sorry. Da seht ihr gar nichts. So, jetzt aber. Ihr seht, dass diese Zahlen hier die gleichen Zahlen sind, die hier sind. Das heißt, das sind die Limits. Ich habe das hier im Dom nur limitiert. Ich kann hier auch die komplette Tiefe aufmachen, dass ich alle Preise sehe. Brauche ich aber in dem Fall nicht. Also diese Zahlen hier sind diese Zahlen hier, sind diese Zahlen hier. Okay? Und die Ask-Seite, oberen Preis, sind diese Zahlen. Und sind die oberen Zahlen hier. Die Spalte daneben zeigt in Echtzeit an, ob ich zum Beispiel von dem Preis die Limit runterziehe auf den Preis. Dann wird hier minus 1 und hier 1 stehen. Ja, dann verschiebe ich. Hier wird auch angezeigt, ob er seine Limits rausstorniert oder ob er mehr Limits raufschmeißt. Und das gleiche hier auf der Ask-Seite. Das heißt, ich sehe es hier in Echtzeit, was ich hier im Dom nicht so schön sehe. Ich sehe es hier mit Abstufungen der Farbe. Umso roter, dass es hier wird, umso mehr liegt drauf. Hier sehe ich es gar nicht. Hier sehe ich es nur an der Länge des Balkens. Okay? Und in der Mitte, hier, zwischen diesen zwei, die zwei vergessen wir mal schnell. Das machen wir heute nicht. Hier wird im Prinzip gezeigt, wer Market hier reinkauft und wer Market hier rein verkauft. Das ist alles. Ich sehe hier die Markets, ich sehe hier die Limits und ich sehe hier, was passiert auf der Seite. Gibt's, schiebt wer Limits mit rein oder bin ich eher leer? Weil in Wirklichkeit ist es ja so, dass die Limits einen Markt bremsen können und wenn hier keine Limits sind, dann geht es ja relativ schnell rauf. Okay? Aber ich brauche dazu ja auch immer Markets. Wenn ich keine Käufer habe, die Market kaufen, wird sich der Markt auch nicht nach oben verschieben. Ich kann das resetten und kann man das anschauen. Einer hat gekauft. 60 haben verkauft. Jetzt sind wir einen Tick nach unten, jetzt kaufen 17. Wir haben nur mehr 90, jetzt hat wir aufgefüllt, wir haben einen Down-Tick gekriegt. Ja, der S&P läuft ja auch schon relativ schnell. Aber das ist im Prinzip alles. Ich sehe hier live, was passiert. 18 haben gerade verkauft, noch mehr verkauft. Hier der Verkäufer rein, 108 verkauft, 109 verkauft, 114. Und das ist im Prinzip, wie sich der Preis bewegt. Also näher an den Markt könnt ihr nicht. Das ist exakt, was los ist. Ja. Ich habe hier jetzt da 334, 25 Limits auf einmal. Unter Umständen sind die echt, wenn die echt sind. Und der hat die reingestellt hier, die Limits, und der Markt reagiert zumindest schon mit ein paar Ticks nach unten. Unter Umständen holt er sich diese ab. Das kann man jetzt ganz genau anschauen.
Und das ist das Orderbuch und es ist nicht mehr und es ist nicht weniger. Ja, es gibt Menschen, ich habe das in einem Podcast vor kurzem eh besprochen mit einem Freund von mir, es gibt Menschen, die handeln nur über solchen Doms. Ja, die haben eben verschiedene Märkte offen, die korrelieren. Der eine macht ein Allzeithoch ein neues, die anderen zwei noch nicht und sie schauen am Orderbuch, ob die eben diese paar Ticks auch zum Allzeithoch machen. Zum Beispiel, das ist eine der Strategien, die die fahren. Ja, Korrelationen handeln. Oder wenn ein Markt hochläuft und der andere ist noch nicht hochgelaufen, muss aber hochlaufen, weil die ja gleich laufen, dann kauft er sich dort ein. Und die haben keine Charts. Die schauen wirklich nur auf Nummern den ganzen Tag. Für mich ist das persönlich nichts. Ich kenne auch extrem wenige, die das tun. Aber es gibt's. Ja, die haben keine Charts. Die haben keine Analyse, gar nichts. Der setzt sich dahin, schaut auf die Zahlen, hat hier im Prinzip, sehe ich hier ja auch, wo das Tageshoch ist, ne? Wo es finster ist, da waren wir noch nicht. Also auf der 32 hier zum jetzigen Zeitpunkt. Ich habe hier auch noch ein Volumenprofil. Man kann sich natürlich Sachen hier auch rausarbeiten. Dass man hier nicht Swing Trading machen kann, das steht außer Frage. Ja, das funktioniert so nicht. Aber ich sehe sofort, wer zum jetzigen Zeitpunkt das Zepter in der Hand hat. Und das sind jetzt gerade die Käufer. Und das ist gewaltig. 522, 295, 138. Hier kauft er noch immer. Wir ticken noch immer hoch. Die Käufer sind noch immer da. Hier ist nicht wirklich Druck, was nachgelegt wird. Im Gegenteil, hier wird nachgelegt für die Verkäufer. Und ihr seht hier im Prinzip den Druck. Jetzt sind ein paar Verkäufer reinkommen hier oben. Aufpassen, hier wird nachgelegt. Hat nicht gereicht. 387 Käufer sind noch immer aktiv und sind aggressiv. Und so liest man das Ganze. Und das Ganze, was ihr hier drinnen habt, ist ja eine Dauerberechnung in der Mitte, wo die Markets sind. Es ist das Gleiche, was ihr hier am Chart habt, wenn ihr einen Footprint aufmacht und diesen auf Bid Ask stellt. Es ist das Gleiche. Nur rechnet es dauernd durch oder es löscht sich mit einer Zeit und hier wird es kumuliert im Prinzip auf 5 Minuten, was hier in der Mitte passiert. Und hier seht ihr es halt in Echtzeit, was passiert. Wer gerade das Zepter in der Hand hat und man sieht hier auch, dass da hier die Verkäufer reinkommen sind. Man kann ja das gut, schaut euch das einmal zeitlang an, schaut es euch aber mindestens auf dem S&P 500 an, nichts Dünneres. Und dann könnt ihr das resetten. Und fangen wir wieder von vorne an zum Schauen. Ganz logisch, im Moment sind die Käufer am Zug. Richtig? Verkäufer gekommen. 175 zu 37. 180. Und jetzt ist die Frage bei diesem Verkäufer, der ist aggressiv, der hat 200 schon und es sind aber 290 nachgelegt worden. Habt ihr gesehen? Der Käufer hat im Prinzip hier Market gekauft, gekauft, gekauft und auf der anderen Seite hat der Limit-Verkäufer verhindert, dass der nach oben kommt. Der hat seine Stücke hier abgegeben. Und das seht ihr mit einem Blick hier im Dom. Ich hoffe, dass das ist einigermaßen verständlich ist. Ah, jetzt. Gut, Michael. Beim Change kann man nicht sagen, bei welchem Zeitraum geclustert wird. Du hast hier mehrere Möglichkeiten. Das ist auch was Interessantes, was Atlas hat, wenn wir uns jetzt schon mit diesem Dom beschäftigen. Ich kann hier sagen, dass die Changes auf dieser Seite auch aufaddiert werden. Ja? Das heißt, ich schalte es einfach mal ein. Na, dann seht ihr es gleich. Depth Changes, Auto Clear schalten wir jetzt aus. Und Depth Changes, Auto Clear schalten wir aus. So, Autoclear ist ausgeschalten. Was macht Atlas jetzt? Jetzt geht Atlas her und löscht es bei einer Tickbewegung nicht mehr raus. Das heißt, du hast über die Zeit kumuliert hier, siehst du, ob aufgetragen oder abgezogen wird. Es wird immer dazu addiert, wird immer dazu addiert. Und wenn was abgezogen wird, wird es wieder abgezogen. Aber es wird nicht mehr gelöscht. Es wird nicht mehr gelöscht. Man kann sich dann auch hier, ich möchte hier nicht zu tief ins Detail reingehen, es ist am besten, ihr schaut es euch selber an, man kann hier auch Histogramme fahren. Ja? Ich kann auch sagen, positiv ist natürlich jetzt da auf der Kaufseite grün und negativ ist hier rot. Dann sehe ich, wo, auf welchen Preisen viel aufgeladen worden ist, ja? Und wo nicht. Das kann ich mir dann anschauen. Muss ich es halt dann, wenn ich es brauche, händisch hier resetten. Ich für mich brauche die Information, was ist im Moment los? Und wenn wir einen Uptick haben, einen Downtick haben, dann sind wir wieder auf dem Preis und ich möchte von Anfang an wissen, ob hier aufgeschoben wird oder nicht.
weil ich nicht weiß, ob später hier auch, also das ist eine, ja, das ist eine Geschmackssache. Ich mag es nicht. Ja, was aber lässig ist, und das kann man schon machen, und das ist auch gut, man kann diese Änderungen genauso filtern noch. Ich zeige euch jetzt was. Machen wir das Autoclear wieder an. Das heißt, das Ding löscht sich wieder bei einer Preisbewegung. Und jetzt sagen wir, ich möchte hier nur Änderungen sehen im Filter, die größer wie 10 sind. Das Ganze machen wir hier auch. 10. So. Gehen wir hier raus, löschen das Ganze mal weg. Und ihr seht jetzt in den Depth Changes, seht ihr nur noch Änderungen, die groß sind. Oder wenn wer von seinen 10, wenn wer von 75 auf 70 stellt, ja, dann seht ihr diese Änderung. Alles, was größer ist und wenn der seine Limit verschiebt, sieht man es genauso mit den 10 Kontrakten, sieht man das. Ja. Hier kann man natürlich gerne und gut sagen, dass das einer ist mit 10. Ja. Wenn ich den Filter ausschalte, sehe ich jeden einzelnen Retailer wie du und ich, der was irgendwo eine Limit reinsetzt oder abzieht. Man kann es filtern, ist bei manchen Märkten hochinteressant. Ja. Also gibt euch auch wieder einen Platz. Ist was, was sich wenige anschauen, was ich schade finde. Ja, das Ganze. Weil, wie gesagt, das ist die Nähe am Markt. Das ist genau das, was passiert und das ist genau das, was den Markt auch bewegt im Endeffekt. Und ich kann mir das hier auch, damit manche noch besser verstehen. Das Update trägt mir ja alle Market-Käufe und Verkäufe ab. Und das, was hier in Rot oder in Grün durchläuft, ist das, was hier in Rot oder in Grün in der inneren Spalte hier in der Market-Seite abgetragen wird. Ja. Zum Verständnis. Und so ergibt das Ganze dann schon langsam ein kompaktes Bild, wenn man mit Atlas arbeitet. Das heißt nicht, dass ihr das Zeug nutzen müsst, aber ein Tape, ein gefiltertes, ein Dom, wo man sieht, was geht jetzt gerade im Moment ab, wer kämpft gerade, wer verliert gerade, das in Echtzeit. Ja. Und natürlich auch das, was in der Vergangenheit ist, abgetragen. Und mit Heatmaps und so sieht man dann sofort, dass hier anscheinend jeden zweiten Preis jetzt was nachgelegt worden ist in den Markt. Ja. Das heißt, hier wird eine künstliche Wand aufgebaut. Die Frage ist, ist diese Wand jetzt echt oder ist sie nicht echt? Wenn der Kurs nach oben geht und die verschwinden alle, dann war es im Prinzip ein Fake. Ja. So, gibt es Fragen? Der Klaus fragt, kannst du mir beim Dom zur Size was sagen? Zur Size. Was meinst du mit der Size? Was meinst du mit der Size? Der Daniel fragt, er hat nur eine Markttiefe von 10 Preisen. Das ist unterschiedlich. Also die Eurex zum Beispiel liefert gar nicht die komplette Markttiefe. Das kommt auf verschiedene Datenfeed-Anbieter und Technologieanbieter darauf an, wie viel ihr zur Verfügung habt mit dem Ganzen. Aber es sei gesagt, für das Arbeiten im Dom reichen hier diese Levels. Ja, reichen ansatzweise, braucht man da keine 1500 Levels, weil du scrollst hier nicht nach oben. Also gute Frage, Michael hat gute Fragen heute. Wird da die Change nur durch Änderungen an Limit Orders beeinflusst oder sind da die Sales und Buys auch drauf? Na, das sind nur die Änderungen. Das sind nur die Änderungen, sonst würde das Ganze keinen Sinn machen. Ja, sonst hätte ich hier im Prinzip eine große Minus, wenn hier wer rein verkauft oder kauft, dann ist das Pooling und Stacking hier für die Fische. Das brauche ich nicht. Ich möchte wirklich wissen, was hier draufgelegt und abgezogen wird und nicht, was hier rausverkauft oder gekauft wird. Das möchte ich ja nicht sehen. Ja. Ah, gut. Ich glaube, das war von den Fragen her mal alles. Und ich hoffe, ich habe hier bei der Markttiefe nichts übersehen. Es ist zwar ein bisschen ein trockenes Thema, das Ganze, aber es ist eben hochinteressant, weil das die zweite Seite ist, die eben dazugehört
bei dem Ganzen. Es gehören nicht nur die Markets dazu, es gehören die Limits dazu und das übersehen halt viele. Ja. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, wenn ich meine Position an 2, 3, 4 Wochen halte, ob ich hier mit dem Orderbuch spiele oder nicht. Ja. Umso kurzfristiger man handelt, meiner Meinung nach, also wie gesagt, ich muss nicht recht haben, aber das ist meine Meinung, umso kurzfristiger der Handel wird, bis runter zum Spread Trading, wo ich wirklich hier die Seite verkaufe und kaufe, ich kann dir eine Demo zeigen, was da los ist, umso relevanter wird es. Umso länger der Anlage- oder Trading-Horizont ist, wenn das dann wochenlange Positionen sind und auch, ich sage mal, tagelange Positionen, kann man das dann mehr vernachlässigen. Was halt interessant ist, wenn hier Anomalien auftauchen, extrem große Limits, wir haben jetzt nicht wirklich eine große Anomalie, die da oben, aber die ist so weit weg vom Kurs, dass jetzt nicht relevant ist, dass man eben sagen kann, okay, die sind echt und die werden unter Umständen aufgeladen, ich mache hier Frontrunning, ich gehe hier Short und habe ganz genau einen Tickstopp. Ja. Also man kann sich die Einstiege und Ausstiege und die Stoppsetzung genauso an der Heatmap und also Heatmap oder eben Orderbuch anschauen. Das ist extrem wichtig. Ich wollte heute nicht zu viel Heatmap machen, weil wir in Zukunft auch ein Webinar haben, das was nur die Heatmap und die ganzen Funktionen bedient. Das möchte ich aber erst machen, wenn die ganzen Geschichten mit Iceberg Tracker und so da sind, die eben einen auch nochmal das Ganze, was hier passiert, das Leben erleichtern. Das sind dann eben Tools, die eben genau auf so Sachen schauen und das automatisiert in den Chart oder in den Dom bringen für euch, eben das Leben erleichtern. Aber, wie gesagt, das, was ihr hier machen könnt, ihr seid selbst ein sehr guter Iceberg-Tracker, wenn ihr das ein bisschen versteht und das ein bisschen anschaut, um was das da geht. Ja. Und Spread-Trading, das ist auch eine Uralt-Disziplin. Was machen die Herrschaften? Die haben auch ein Orderbuch offen. Ich hoffe, ich kriege jetzt Daten hier. Sehr gut. Was macht ein Spread Trader? Das ist ja auch eine sehr interessante Sache. Das geht an den Bonds, wenn überhaupt. Du gehst her, du hast hier einen Kurs, du siehst hier, was los ist. Der ist aber sehr dünn gerade. Das möchte ich euch nicht am dünnen Markt zeigen. Das ist auch für nichts, sondern für Uhrzeit. Dann nehmen wir den. Also auch dünn. Also. Egal, dann machen wir es am dünnen Markt. Macht zwar keinen Sinn, aber zum Herzeigen. Was ein Spread Trader macht, der, und das wird dann noch das Schwierige, der sagt jetzt, okay, der Markt hat eher eine positive Stimmung. Ich kaufe hier den Spread. Ihr seht, ich bin auf 261. Stelle. Jetzt müssen einmal die Markets hier reinverkaufen, bis ich mit meiner Limit dran bin. 214, 200 müssen noch verkaufen, 194. Und so läuft es aber auch an allen Märkten. Das heißt, wenn du die Limit setzt, werden alle, die vor dir hier drinnen stehen, zuerst abgearbeitet. Jetzt ist gefilt worden. Und dann geht er her und im gleichen Moment, wenn der Markt dick ist, bewegt er sich nicht so schnell wie jetzt. Im gleichen Moment geht er her und hat hier im Prinzip den Spread gekauft und verkauft einen Tick höher. Das ist hier ein Witz jetzt da mit diesem Volumen, das wir drinnen haben. Aber so macht er das. Und was macht der währenddessen, dass er das macht? Der schaut genau, wie viel ist ihm, wir dürften News haben, deswegen ist es so dünn, wie viel ist hier drinnen im Buch, welche Queue habe ich, bin ich im Prinzip jetzt da befähigt, dass ich ausgeführt wäre und so weiter und so fort. Also dieses Movement in den Bondmärkten ist nicht normal, wir haben mit 1000%iger Sicherheit irgendwelche News. Und das heißt, es wird gleich dicker werden wieder das Orderbuch nach den News. Alle Händler, alle Algos, die meisten schalten sich während den News aus. Ihr seht, wir haben dort 20, 30 Stück drinnen gehabt. Wir sind jetzt schon auf 700 Stück. Und dann kann ich das Ganze jetzt dann nochmal, jetzt habt ihr gerade gesehen in Echtzeit, ihr könnt euch das im Video dann auf YouTube anschauen. Habt ihr gesehen? Hier kommen die Algos rein, die auf jeder Seite sich positionieren, Market Maker. Diese 15, 15, 15, 14, 15, 15, 15, 14. Die kommen jetzt da gleichzeitig wieder zurück in den Markt, die ganzen Market Maker, die ganzen Algos, weil eben der News-Schub vorbei ist, denn was wir gerade gesehen haben. Und das könnt ihr genauso anschauen. Ja?
Ihr seht sofort, auch wenn ihr die News vielleicht nicht am Schirm habt, was ich keinen empfehlen würde, es wird jeder die Tagesnews, den Eco-Kalender haben, wenn er aktiv handelt und sehen, wann was los ist. Ihr seht hier sofort, wenn das alles rausgeht und dünn wird, dann steht irgendwas an. Ja. So, wir haben jetzt da, wir haben ein bisschen überzogen, aber ich möchte es euch trotzdem noch zeigen. Die Situation ist jetzt nicht die beste, dass ich euch das zeige, weil wir haben gerade, wie gesagt, irgendwelche News gehabt, die ich nicht am Schirm habe. Hier sind wir auch noch nicht dick. Schauen wir mal hier rein. Ja, gut. Hier wird es dann schon langsam. Also, wir sind hier am Tief. Sagen wir, er möchte sich da jetzt reinverkaufen. Dann stellt man sich eine automatische Strategie. Sobald er gefilmt ist, wird er im Prinzip seinen Take Profit einen Tick runterlegen. Das machen also hier. So, jetzt warten wir noch, bis wir mal hoffentlich gefilmt werden. Mag keiner reinkaufen. Jetzt da geht gleichzeitig her dann. Verkauft den Spread quasi, er hat sich hier verkauft, kauft sich sofort einen Tick unten weiter rein und das war's. Und das war zum Beispiel so ein Trade für einen, der was eben wirklich Spreads handelt. Und das kann man auch zur Disziplin treiben, das Ganze. Der tut den ganzen Tag nur Spreads handeln. Der verkauft sich, dann sieht er wieder, okay, es ist jetzt Stärke in den Verkäufern da, es ist Stärke in den Käufern da, schaut rein. Wird hier aufgefüllt, wird hier nicht. Was kriege ich für eine Queue? Das ist ganz wichtig. Ne? Ich muss ja vor allen anderen dran sein und der tut nur Spreads kaufen und verkaufen den ganzen Tag. Einen Tick. Ja. Sowas gibt es auch. Es wird eine Aufzeichnung auf YouTube geben, wie immer. Mit den anderen, ich glaube, wir haben ja mittlerweile 28 Stunden Material. Es wird nicht überall und in jedem Video so trocken sein wie heute. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen. Ist halt relativ technisch das Ganze. Aber es ist einmal was anderes und es gehört auch erzählt, die Geschichte des Orderbuchs. Ja. So. Ob ich ein ganzes Webinar zum Dom gemacht habe, habe ich noch nicht. Wie gesagt, es gibt ein Webinar in Zukunft, da warte ich eben auf die Tools, weil die machen das Ganze viel lustiger, über die Heatmap, was im Prinzip der grafisch abgelegte Dom ist. Ich selber mache keine Trading-Webinare. Ich zeige euch das technisch und versuche eben, das so zu erklären, dass es einigermaßen gut verständlich ist, weil die Materie halt keine leichte ist, sagen wir es einmal so. Ja, also wenn du das ein Neuling zeigst, meistens ist komplett vorbei. Ja. Da bewegen sich irgendwelche Zahlen und ich hoffe, dass ich das einigermaßen gut rübergebracht habe und in einfachen Worten vor allem rübergebracht habe, was da los ist. Ja. Es gibt also, zwei Webinare, da hast du Dom thematisiert. Ja. Ich hab die Liste hier, unsere Playlist mit dir habe ich auch hier reinkopiert für alle. Da Klaus, die letzte Frage noch für heute. Die Spalte LTQ, das ist die Last Trading Quantity. Hier wird im Prinzip, die ist hier übrigens eingeblendet über dem Profil hier. Hier siehst du, wie viel Market wo reingehandelt worden sind. Ja. Nee, wohl, doch, passt. Und es wird rot und grün, ob dieser Trade einen Uptick oder Downtick verursacht hat. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, wir sind für heute durch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, obwohl das Thema ein wenig streng ist. Und ich gebe dann weiter zum Nils und sage jetzt schon Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, und ich sage vielen Dank für das Webinar. Also war wirklich sehr interessant. Macht dir keine Sorgen, weder trocken noch langweilig. Und dem entnehme ich auch hier aus dem Chat. Da kommen die Feedbacks auch rein. Also alle bedanken sich. Und dem schließe ich mich an. Und natürlich bedanke ich mich auch bei allen, die heute live dabei waren und hier auch super mitgemacht haben und viele Fragen reingestellt haben. Und ja, wünsche natürlich ein frohes Anwenden und viel Erfolg im Trading. Passen Sie auf Ihre Position auf. Aufzeichnung kommt, wie gesagt, so schnell wie möglich online. Den Link zu der Playlist habe ich reingestellt. Und ja, bleiben Sie gesund und ich würde mich freuen, oder wir bestimmt, Michael und ich, wenn Sie dann nächstes Mal wieder dabei sind. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.